Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, in den letzten Wochen sind die Bürger in Nordrhein-Westfalen, aber auch in den Nachbarländern und in ganz Deutschland durch heftige Unwetter mit Starkregen und den dadurch verursachten Überschwemmungen geschädigt worden. Getroffen wurden nicht nur abgelegene Orte, zum Beispiel in der Eifel, sondern auch ganze Stadtteile in Ballungszentren. Die Überschwemmungen, wie bei Starkregen üblich, kamen plötzlich und waren nicht etwa durch Hochwasser bedingt. Die Schäden sind ganz offensichtlich. Die Feuerwehren waren vielerorts im Dauereinsatz, um Menschen zu retten, Gebäude zu schützen und die Infrastruktur halbwegs funktionstüchtig zu halten. Viele dieser Unwetterschäden waren so groß, dass jeweils weit über 100 Feuerwehrleute zu Hilfe kommen mussten. Die AfD-Fraktion möchte unseren Feuerwehrleuten und den weiteren Mitarbeitern des Katastrophenschutzes, der Kommunalverwaltungen und der Polizei für ihre Arbeit zum Schutze von Menschen und Bauten auch an dieser Stelle ganz herzlich danken. Auch fordern wir die Landesregierung auf, das Ende 2016 vorgelegte Starkregenkonzept im Licht der neuen Erfahrungen zu überarbeiten. Aber darum geht es den Grünen hier überhaupt nicht. Sie wollen lediglich Ökoeffekthascherei. Als radikale Ökopopulistin scheuen sich nicht davor zurück, in ihrem Antrag die Unwahrheit zu behaupten. Ihre Behauptung, in Nordrhein-Westfalen hätte die Häufigkeit von Starkregenereignissen laut dem Klimafolgenmonitoring zugenommen, ist schlichtweg falsch. Nach der sorgfältig geführten amtlichen Statistik der Starkniederschlagstage haben diese in den letzten 65 Jahren in unserem Land nicht zugenommen. Obwohl man den Bericht deutlich anmerkt, dass er unter Ihnen, Herr Remmel, erarbeitet wurde, heißt es dort, Zitat, ja, die Beamten lassen sich vielleicht in gewisser Weise beeinflussen, aber sie sind trotzdem noch der Wahrheit verpflichtet. Zitat. Die Anzahl der Starkniederschlagstage in den verschiedenen Intensitätsklassen zeigt jedoch jährliche hohe Schwankungen. Variabilität, das wissen Sie nicht, das ist ein Ausdruck der mathematischen Statistik. Über den Gesamtzeitraum seit 1951 weist keine der drei Starkniederschlagsklassen einen statistisch signifikanten Trend aus. Zitat Ende. Bezeichnet dabei ist, dass das Klimafolgenmonitoring dabei sogar die Jahre ab 2010 außen vor lässt. Dort sinkt nämlich die Häufigkeit von Starkregenereignissen. Ja, das ist Mathematik. Fakt ist, es gibt keinerlei mathematisch-statistisch nachgewiesenen Zusammenhang zwischen irgendeinem Klimawandel und der Häufigkeit von Starkregenereignissen. Ich bedauere es manchmal durchaus sehr, so eine Geringschätzung der Mathematik bei Ihnen zu erleben, aber es wundert mich nicht. Von Bertolt Brecht, den schätzen Sie sicher, stammt das Zitat, wer die Wahrheit nicht kennt, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Liebe Grüninnen, da es um Ihre mathematische Kompetenz, wie Sie eben bewiesen haben, sehr schlecht bestellt ist, mögen Sie noch in die erste Kategorie fallen. Dankeschön.